Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bus Simulator. Und wie ihr seht, ich befinde mich gerade schon direkt im Streckeneditor und bin quasi dabei, die neue Mission zu planen. Und zwar sollen wir Transit Terminal mit Pine Street verbinden. Transit Terminal haben wir hier und Pine Street hier an der Stelle in Valley Spring. Und ja, ich habe jetzt da schon mal so nebenbei eine kleine Route gebastelt, die quasi hier beginnt. Fährt hier entlang durch Pecunia, keine Ahnung, ob man das so ausspricht, nach Valley Spring, fährt dann quasi hier entlang bis zu Pine Street und dann quasi wieder zurück, nimmt hier noch ein paar Haltestellen mit und zack, wieder Transit Terminal. Ich würde sagen, die Route läuft, 23 Minuten ungefähr, und ich würde auf jeden Fall gerne für diese Strecke ein Capacity kaufen. Von der Auslastung her müsste, denke ich mal, auch einer reinpassen und dann noch ein Dreierbus. Und für die Hauptverkehrszeit würde auch noch ein kleiner Zweierbus von der Auslastung her reinpassen. Das heißt, wir springen jetzt mal ganz, ganz ratzfatz zum Bushändler. Der war hier unten. Teleportieren uns da quasi hin und jetzt geht's direkt ans Bus-Shoppen. Wenn es funktioniert. Ja, ich musste gerade ein bisschen mehrmals draufklicken. Ja, da haben wir den Capacity L und den normalen Capacity. Was genau der Unterschied ist, ist jetzt die Frage. Länge 21 Meter, Länge 19,73. 21 Meter ist natürlich schon ein gutes Stück, würde ich sagen. Busladung 4, Busladung 4. Passen auf jeden Fall viele, viele Leute rein. Wollen wir direkt übertreiben und den Capacity L nehmen? Ich bin für komplettes Übertreiben. Ja, schauen wir uns das gute Stück erstmal von außen an. Ich weiß nicht, ob das der längste Bus im Spiel ist, aber ich denke mal schon. Weil viel Platz ist hier so eigentlich nicht mehr. Passen wir da durch? Boah, gerade so. Boah, wir quetschen uns durch. Boah. Krass, wir sind doch dünn. Ja. Hinten zwei Achsen nochmal. Ist schon echt ein sehr, sehr, sehr langes Gefährt. Bin mal gespannt, ob wir das so einigermaßen gut durch die Stadt bekommen. Aber ich gehe doch mal stark davon aus. Ja, von innen eigentlich recht schlicht, würde ich jetzt mal sagen. Nichts Besonderes, aber kann man auch so lassen eigentlich. Gut, dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Ich weiß ja nicht, ob ich den Bus durch diesen Hindernisparcours durchbekomme. Ich bezweifle es ja fast, aber gut, wir probieren es einfach mal. Und natürlich standardmäßig regnet es natürlich wieder. Alles andere wäre auch echt schockierend. Oh, das ist schon echt ein sehr, sehr langes Gefährt. Ich glaube, das wird ganz spannend jetzt. Ja, schon fast direkt ein bisschen weit ausgeholt. Ja, ein paar Hütchen umgestoßen, aber gut. Es ist auch immer schwer, direkt nach dem Buskauf so ein Parcours abzufahren, wenn man sich noch gar nicht an den Bus gewöhnt hat. Ja, ich glaube, den einen oder anderen Pylon haben wir noch erwischt. Aber naja, so eng wird es auf der Straße normalerweise nicht. Sollte also kein Problem sein. Hier ist schon echt ein langes Teil, wenn man so im Spiegel guckt, wann der erst umschwenkt hinten, ist schon, ja. Ein schönes Teil, auf jeden Fall. Ja, ich kann nicht mal mit der Kamera weit genug nach hinten rauszoomen. Das ist maximale Zoom. Um den ganzen Bus da drauf zu kriegen. Okay, das ist auch lustig. Ja, ist quasi ein doppelter Bus. Ist aber lustig, dass man nicht mal weiter rauszoomen kann. Eieiei. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann haben wir das. Den schicken wir gleich schon mal auf die Route. Vollzeitbus. Capacity, jetzt brauchen wir noch einen Dreierbus und einen Zweierbus.
Und schon wieder eine Aufgabe abgeschlossen von der Mission. Passen wir da durch? Ja. Was ein langes Gefährt. Mit dem fahren wir gleich. Ich will nur gerade erstmal noch die anderen Busse auf die Strecke schicken. So, dann sind noch 4 Busse gesperrt. Den Rest haben wir alles freigeschaltet. So, wir brauchen noch einen Dreierbus. Was nehmen wir da Schönes? Wir haben von denen ja bis jetzt nur einen auf der Strecke. Ich würde da gern auch nochmal einen dazu schicken. Ich glaube, wir haben nur einen von denen. Testfahrt brauchen wir, glaube ich, nicht. Wie gesagt, wir haben ja schon so einen auf der Strecke fahren. Den kaufen wir nur und schicken ihn direkt auf die Linie. So, Route 27, Vollzeitbus, einmal den. Gut, perfekt ausgelastet, jetzt brauchen wir noch einen Zweierbus. Das kriegen wir auch noch hin. Wir haben auf jeden Fall eine gute Busauswahl auf der Map unterwegs. Was nehmen wir da? Ich glaube, wir schicken nochmal so einen Stadtbus auf die Strecke. Warum nicht? Auch wenn die Sitze wirklich eklig sind, da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein bisschen nacharbeiten am Design. Ich glaube, die müssen wir ein bisschen aufhübschen. Schon schön, wenn man einfach alles so kaufen kann, wie man es gerne möchte. So, Garage. Bus wechseln. Ich würde gerne den Stadtbus unbedingt nochmal schnell aufhübschen. Ich finde das so schrecklich mit diesem grünen Sitzen da drinnen. Innenausstattung. Was nehmen wir da? Auf jeden Fall keine grünen Sitze, auch nicht die. Ah, komm, das sieht doch gechillt aus. Das sieht doch gechillt aus. So, machen wir noch ein bisschen dunkler Blau. So, bin ich mit zufrieden. Gut. Dann noch auf die Strecke mit dem. Hauptverkehrszeitbus. Ja, das passt doch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier machen gerade 2 Busse Wettrennen. Da ist der Capacity gerade unterwegs. Dann würde ich sagen, übernehmen wir den gerade. Mitten auf der Brücke. Der Bus gehört dir. Das mega lange Gefährt. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Oh, die sind sich aber sehr nahe, die 2. Das ist wieder sehr merkwürdig vom Spiel. Wir sollen jetzt quasi wenden und dann wieder zurückfahren. Sehe ich nicht so ganz ein, wir machen das anders. Wir machen das gerade anders. So, jetzt sind wir im freien Spielen. Jetzt wähle ich gerade nochmal die Route 27 aus. Jetzt fahren mit dem...
Es wird gerade ein bisschen komisch angezeigt, aber gut. Capacity, so. Sind wir zwar wieder außer Fahrplanmäßig unterwegs, aber das ist mir gerade mal ziemlich egal. So, Transit Terminal. Haltestelle 1. Das Sonderfahrt machen wir noch weg. Es ist viel zu heiß draußen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Oh, zwei Fahrkarten. Entschuldigung. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Danke. Was ein Teil. Vor uns ist unser ganz spezieller Bluebird. Der ja, nicht so ganz mein Geschmack ist. Aber ich kann die Kamera wieder nicht gescheit hindrehen, dass man den vorne sieht. Ja, der Bus ist so gut wie leer, aber man muss mitten im Gang stehen. Das ist immer gut. Wir hätten eigentlich gleich die nächste Aufgabe noch machen können mit der Stadiumwerbung. Vielleicht sollten wir das schnell noch machen. Garage, Bus wechseln. Könnt ihr mal schauen, was auf unseren Capacity für Werbung drauf kann. Wie das ausschaut. Stadiumwerbung. Ist das wahrscheinlich die? Ja, Stadium. Sieht wie jede Werbung im Spiel richtig scheiße aus, machen wir also drauf. Finde ich gut. Perfekt. Gut, dann haben wir den schon mal. Und dann haben wir ja noch ein paar Busse von der Linie 27, die da unterwegs sein sollten. Unseren Stadtbus, unseren einen. Anpassen, Werbung. Ich finde diese Werbungplatzierung immer so bescheiden, dass man nichts von lesen kann und nichts von sieht. Tartran Win. Port Stadium. Angel Shores. Keine Ahnung. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade von dem Spiel, dass das irgendwie so komisch umgesetzt ist. Wie viele Busse waren das? 3 oder 2, die wir anpassen sollten? So, und dann hatten wir noch einen von denen, den Enviro 200 auf der Route 27 unterwegs. Den können wir auch noch anpassen. Knallen wir auch noch Werbung drauf. Start, Run, Win. Da steht es wenigstens richtig. Aber auf der Seite kann man wieder nichts lesen. Sehr fragwürdig. So. Weitere Aufgabe abgeschlossen. Wie schaut es denn aus? Was haben wir denn jetzt noch? Befördere 12 Fahrgäste, ja, nach Pine Street. Das versuchen wir jetzt. Fahre eine Route durch Valley Spring mit einem Bus mit Stadiumwerbung. Das sollten wir ja jetzt quasi dann auch erledigen.
ein Fahrgast muss aussteigen. Habe ich jetzt gerade eigentlich nichts von gehört, weil wahrscheinlich steht der Fahrgast ganz weit hinten. Nö, steht gar nicht so weit hinten. Ist ja auch irgendwie komisch, dass zwei Türen direkt so nebeneinander sind, oder? Ist nicht mal ein Sitz dazwischen. Naja. Der Fahrzeugdesigner wird sich was beigedacht haben. Also ich hoffe doch sehr. Ja, die überfreundliche KI, man kennt es mittlerweile schon. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 38, 39, 40, irgendwie sowas in dem Dreh. Da kennt man die KI wirklich schon in- und auswendig. Ich habe mittlerweile eine Spielzeit von circa 45 Stunden im Bus-Simulator, also ist schon einiges zusammengekommen. Zwar viel Zeit mit blöden Aufgaben, wie bestimmte Bezirke auf Level 3 bringen oder so, wo man wirklich stundenlang dann hin und her fährt und die Haltestellen anfährt, um die hochzuleveln. Aber die letzten Aufgaben fand ich eigentlich alle ganz cool. Die waren auch nicht so Zeitstrecken, die waren recht schnell vorbei. Warum bremst der? Ah, diese KI ist echt interessant manchmal. Man blinken ist eigentlich schon, oder die sind schon an einem vorbei und die bremsen dann, wenn man rüberziehen will. Ist zwar nett, dass die bremsen, wenn man blinkt und einen reinlassen wollen, aber wenn die schon an einem vorbeigefahren sind, sollten die nicht mehr bremsen. Das ist nicht gut. Ach stimmt, wir waren ja diese etwas engeren Straßen, dann passt das natürlich mit dem Capacity L komplett gut da rein. Nämlich eigentlich überhaupt nicht, aber es sind ja keine engen Kurven hier. Ich glaube, das wäre mehr das Problem. Du hast einen Fußgänger angefahren. Wo, wie und wann? Wer ist gerade wieder vor meinem Bus gerannt? Also ich habe keinen gesehen. Was war das wieder? Da war doch niemand. Platz da, Bus kommt. Ich glaube, das muss ich mir nachher nochmal in der Aufnahme angucken. Ob da irgendjemand im Spiegel zu sehen war. Oder ob ich wirklich einen angefahren habe, aber sehr, sehr komisch wieder. Ja, Zahltag, wir werden bestimmt 360.000, 370.000, sowas in dem Dreh bekommen. Ist aber total irrelevant mittlerweile eigentlich. 386.000 sogar. Das war die falsche Tür.
bin gerade am gucken wegen den Tasten. Ich glaube, die Taste für die vierte Tür macht beide Türen hinten. Genau. Achtet mal auf die Reifen hinten, die drehen sich. Wo wir stehen. Spielfehler. Ich habe da sowieso irgendwie so ein Talent zu, Spielfehler zu entdecken. Ich muss mir nachher echt nochmal die Aufnahme angucken, ob ich da wirklich gerade jemanden mit meinem Bus erwischt habe. Oder ob die wieder von sich aus in meinen Bus reingerannt sind. Das kann natürlich eher sein. Ärgerlich, aber gut. Was will man machen? Ah, interessant. Ein zweiter Rollstuhlfahrer will mit. Ich hoffe mal, der Bus hat genug Platz für zwei, aber bestimmt, weil sonst würde das Spiel keinen zweiten Rollstuhlfahrer generieren. Oh. Danke. Schauen. Rollstuhlfahrer Nummer 1. Rollstuhlfahrer Nummer 2, sogar hier hinten. Sehr cool. Sehr cool. Ich finde es halt auch so ein bisschen schade, dass das alles so vorgegeben ist. Wenn ein Bus jetzt nur einen Platz hat für einen Rollstuhlfahrer, wird auch nur einer generiert. Ich würde es cool finden, wenn dann trotzdem noch welche an der Haltestelle wären. Halt da nicht mitfahren könnten. Dafür gibt es ja noch genug andere Busse, die rumfahren. Würde ich halt cool finden, dann würde das alles nicht so gestellt vorkommen. Genauso wie Fahrgäste, wenn natürlich so viele Fahrgäste da wären, dass nicht mehr alle mit könnten, dass sie dann draußen stehen bleiben müssten, würde ich Bombe finden. Würde ich richtig cool finden. So ist halt immer irgendwie, dass ja genug Platz noch im Bus ist für die Leute, die an der Haltestelle stehen. Genauso wie Leute, die an der Haltestelle vorbeilaufen. Es wäre cool, wenn die auch einfach dann spontan entscheiden würden, sie steigen mit ein und fahren mit. Zum Beispiel auf Gold Island sieht man das oft, dass so viele Leute Richtung Haltestelle laufen. Ja, die drehen dann einfach wieder rum und fahren zurück. Und laufen zurück, meine ich. Ja, ist ein bisschen schade. Eine Fahrkarte, bitte. Wäre cool, wenn die einfach dann spontan so sagen würden, ja, wir fahren mit. Oder die laufen zur Haltestelle, weil sie mitfahren wollen. Aber nee, es stehen schon immer alle Leute perfekt geparkt an der Haltestelle, die mitfahren wollen. Alle anderen, die rumlaufen, fahren nicht mit. Das finde ich halt ein bisschen schade. Wirkt hier halt alles immer so extrem perfekt hingestellt. Es wirkt halt dadurch nicht wirklich real oder echt. Ja, wo hängt's da vorne? Ich habe eh schon gut Verspätung. Jetzt geht's weiter. Ich habe da eben auch irgendwie immer bei Spielen so Panik, wenn die KI mal nicht läuft, dass es überhaupt nicht mehr weitergeht, weil man hat es einfach in letzter Zeit in so vielen Spielen erlebt, dass die KI so grottig ist, dass sie dann einfach stehen bleibt und nichts mehr passiert. Aber hier löst sie es eigentlich doch immer. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass bei diesen Vorfahrtsstraßen die KI-Fahrzeuge quasi unsichtbare Ampeln sehen und sich danach richten. Also so kommt es mir manchmal vor. Es wirkt halt auch ein bisschen alles improvisiert. Weil Verkehrsregeln gibt es ja eigentlich eine Fahrkarte, bitte. Auch wenn es Schilder gibt, aber diese Vorfahrtsschilder, die zählen irgendwie nicht.
Weswegen ich ja auch immer eigentlich bei den Vorfahrtsschildern und Vorfahrtgewehrenschildern einfach durchfahre, weil die KI stoppt sowieso für mich. Wenn ich jetzt an der Kreuzung stehen bleibe, bleibt die KI auch stehen. Wahrscheinlich fährt die KI dann wieder an und fährt dann weiter irgendwann. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass man das dann erstmal die komplette Kreuzung zum Stehen kommt und dann fährt man wieder an. Jetzt muss ich sagen, finde ich den Capacity eigentlich richtig cool vom Fahren her. Ich hätte eigentlich gedacht, wir haben ein bisschen mehr Probleme in den Kurven, aber eigentlich überhaupt nicht. Der Bus-Simulator ist ja da sowieso ziemlich einfach zu handeln, was die Steuerung betrifft. Ist halt eigentlich so eine Steuerung, die für jedermann ausgelegt ist, damit da jeder irgendwie klarkommt. Hey, ich brauche eine Fahrkarte. Was stimmt denn hier so? Was mir auffällt, in dem Bus bleiben die Leute öfters stehen. Man sieht auch hinten steht jemand, dann stehen hier vorne zwei Personen und ja. Das ist bei den anderen Bussen, glaube ich, nicht ganz so häufig. Da stehen die zwar auch mal im Flur rum, aber nicht so doll im Gang. Die wollen auch stehen bleiben. Soll mir recht sein. So, dann müssen wir auch nochmal stehen bleiben. Wäre ich beinahe dran vorbeigefahren. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten, das klingt spannend. Zwei sind also jetzt einige. Ja, jetzt geht's schon wieder zurück Richtung Transit Terminal. Meine Enkel spielt immer Videospiele. Ich wünschte, wir hätten noch was für etwas gehabt. So enge Straßen hätte ich mir viel mehr gewünscht. Wirklich viel mehr. So, der Berganfahrtest. Vollgas. 13 Meilen haben wir drauf. Wird auch nicht mehr. Doch, 14 haben wir jetzt. Krass. Okay, die Steigung wird auch ein bisschen weniger. Geschafft. Ich verstehe halt auch nicht, warum nicht so Landschaftsbugs. Wir sehen jetzt gerade hinten die Berge, dass man da durchsehen kann. Das hatte ich ja schon mal in der Folge angesprochen. Man kann da durch die Berge durchsehen. Sieht total eklig aus. Und den Bus-Simulator gibt es jetzt schon so lange. Ich verstehe nicht, warum man das irgendwie nicht fixt, dass man da nichts macht. Entweder kann man nichts machen oder der Aufwand ist zu groß oder ist es dem Entwickler einfach egal oder selber noch nicht aufgefallen. Ich habe keine Ahnung. Nur ich verstehe sowas halt irgendwie nicht. Weil das Spiel gibt es ja nicht erst seit gestern. Mittlerweile gibt es zwei weitere Bus-DLCs, also das MAN-Bus-Paket plus den Iveco oder das Iveco-Bus-DLC. Für so Sachen hat man Zeit, weil man da Geld einspielen kann, aber andere Sachen bleiben einfach liegen. Danke.
einfache Fahrt, bitte. Falsch. Seniorenticket, einfache Fahrkarte, einer. Danke. Meter? Ich mag meine Maßeinheiten in Yard, Fuß und Zoll. Vielen Dank. So, was fehlt jetzt noch an Aufgaben? Eigentlich haben wir den letzten Punkt auch schon abgeschlossen. Fahre eine Route durch Valley Spring mit einem Bus mit Stadiumwerbung. Wir haben ja die... Sag ich ja. Ne, jetzt kam nur das Mission erfolgreich Geräusch, aber... Fahre eine Route durch Valley Spring existiert trotzdem noch. Mit einem Bus mit Stadiumwerbung. Wir haben ja die Stadiumwerbung drauf. Oder habe ich die falsche ausgewählt? Ich glaube nicht. Nee, sieht nach Stadiumwerbung aus. Vielleicht muss ich nochmal durchfahren. Vielleicht hat das Spiel aber auch irgendeinen Grund gefunden, mir das irgendwie nicht geltend zu machen. Nur die Frage, was mache ich jetzt? Nehme ich euch da noch mit oder mache ich da eine extra Folge draus, wo wir nochmal da durchfahren? Oder beende ich alleine die Mission, aber dann verpasst ihr den Anfang von der nächsten. Das wäre ja auch ein bisschen blöde. Vielleicht zählt es ja auch erst, wenn wir die Route komplett gefahren sind, dass wir wieder bei Haltestelle 1 sind. Kann natürlich auch sein. Ich liebe die Sonne. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Ja, die haben alle einen Stehplatz im Bus. Bin mal gespannt, ob die Mission dann beendet ist. Wenn wir wieder am Transit Terminal sind. Oder diese Route darf nur durch Valley Spring führen. Das kann man natürlich auch wieder so verstehen. Dann wäre es aber auf jeden Fall was für die nächste Folge. Ich glaube fast, man soll das so verstehen, dass die Route wirklich... Nein, anscheinend nicht. Okay, es geht doch so. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich finde es großartig, dass Angel Shores neben kulturellen Angeboten auch Sport, Wissenschaft und reizvolle Naturlandschaften vorzuweisen hat. Einige Touristen kommen sogar eigens, um unsere Kirchen zu besichtigen. Wusstest du, dass es in Angel Shores seit langem die größte Sammlung an Heiligenbildern gibt? Insgesamt 82 verschiedene Heiligenbilder, davon 21 einheimische Heilige, die es nur in Angel Shores gibt. Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren die Menschen hier sehr abergläubisch. Einige der Heiligen verdanken ihre Existenz Gerüchten und wurden erfunden, um die Bewohner oder ihre Ernte zu schützen. Entschuldige, ich schweife wieder ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wäre großartig, diesen Touristen eine Route anzubieten, die sie an allen Kirchen unserer Stadt vorbeiführt. Oh Gott, das klingt sehr aufwendig. Okay, aber die erste Aufgabe haben wir schon abgeschlossen davon, von der neuen Mission. Die heilige Strecke. Bediene eine Route zwischen 3 und 4 Uhr. Gibt es überhaupt Routen zwischen 3 und 4 Uhr, die fahren? Ich habe keine Ahnung. Hi. Muss man da mal schauen. Dann gibt es noch... Die Aufgabe: Verbinde St. Anthony Church, Highlander Park Church, Copperpot Church, Bay Tree Church, Valley Spring Church mit mindestens einer Route. Bediene eine Route zwischen St. Anthony, ja okay, zwischen den Kirchen dann innerhalb von 45 Minuten, alles klar. Bediene eine Route zwischen 3 und 4 Uhr, ja das kriegen wir hin. Fahre eine Route mit weniger als einem negativen Spieler-Performance-Auslöser. Das ist Glückssache. Die letzte Aufgabe ist Glückssache, weil man braucht nur einmal zu früh zu blinken, zack, negativ.
Das ist wirklich Glücksspiel. Ich gebe mir Mühe, aber ja, kann man nicht garantieren, dass das nicht passiert. Gut, dann würde ich sagen, war es das aber für die Folge. Wir machen dann in der nächsten Folge mit der Mission weiter. Vielleicht plane ich die Strecke auch schon mal vor, dass die Folge nicht ganz so lang wird. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat in diesem wunderbaren Bus, dann lasst eine Bewertung da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst bitte ein Abo da. Das unterstützt mich mega, freut mich mega und motiviert mich auch noch. Und ja, dann würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.